Gut, jetzt haben wir hier ein paar Ergebnisse. Das oben links, das Beispiel haben wir eben selber ausgerechnet, 1/2 mr². Jetzt ist r einfach der Außenradius und m die Gesamtmasse. Für Zylinder, Scheiben, alles sozusagen, was bezüglich der Drehachse eine Zylindersymmetrie hat. Dann ein Hohlzylinder, und da gibt es immer eine Verständnisschwierigkeit. Und zwar denkt natürlich jeder intuitiv, ich hätte hier aus Versehen einen Plus statt ein Minus geschrieben, weil man denkt, man nimmt den äußeren Zylinder mit seinem Trägheitsmoment 1/2 mr² und zieht das, was innen fehlt, davon ab. Aber das Komische ist, also hier steht ja nicht die Masse für den Vollzylinder und dann hier hinten Minus und dann taucht da noch eine andere Masse auf für das, was innen fehlt. Dann wäre es tatsächlich mit einem Minus, wenn ich da zwei verschiedene Massen betrachten würde. Aber wenn man hier die Masse von dem tatsächlichen Hohlzylinder verwendet, dann korrigiert sich das so, dass aus dem Minus hier ein Plus wird. Und Sie können es sich so vorstellen, wenn ich diesen Vollzylinder mit diesem Hohlzylinder vergleiche und die hätten die gleiche Masse, dann ist die Masse bei dem Hohlzylinder ja weiter außen im Durchschnitt als hier bei dem Vollzylinder. Und deshalb muss hier das Trägheitsmoment größer sein bei dem Hohlzylinder. Das heißt, es muss was dazukommen. Also hier steht ja im Grunde 1/2 mr². Das ist das, was wir hier stehen haben. Und jetzt kommt noch was dazu, dafür, dass die Masse weiter außen sitzt. Das können wir uns gleich im Experiment anschauen. Das ist ganz schick. Aber weil wir jetzt noch so im Integrieren drin sind, will ich hier noch kurz erklären, wie man bei der Integration einer solchen Kugel dann vorgehen muss. Also nehmen wir das Beispiel Kugel. Jetzt haben wir ein J ist gleich das Integral über das Volumen. Die Dichte Rho, r². Und jetzt das Volumenelement 2pi r. Und jetzt kommt die Höhe und die hängt jetzt von r ab. H von, jetzt muss ich ein anderes, na doch, das ist dieses r. H von r dr. Weil das jetzt von außen nach innen die Höhe ändert. Also nehmen wir das Bild hier und jetzt würde das hier runterlaufen sozusagen. Dann wäre hier außen dieses Volumenelement nur so niedrig. Und hier innen wäre es entsprechend hoch. Das heißt, Sie fangen hier ganz außen bei 0 an und dann zieht sich dieses Volumenelement auf, je weiter Sie nach innen kommen. Das heißt, hier haben Sie h von r und das hier ist eine Funktion. Und das müsste man dann da einsetzen, also für die Kugel wäre das dann Integral. Ja. Das können wir noch dazu nehmen, r hoch 3. Wir können auch hier das 2pi rho nach vorne holen und dann bleibt hier r hoch 3 mal, und jetzt können wir das h von r also das hier ist mein h. Hier habe ich das R Max und hier habe ich mein R, was ich gerade anschaue. Und dann kann ich den Pythagoras verwenden und schreiben, R Max Quadrat ist gleich H Quadrat plus R Quadrat, also ist H von R ist gleich die Wurzel aus r max Quadrat minus r Quadrat. Und das muss ich dann für diese Funktion da einsetzen. Also mal die Wurzel aus r max Quadrat minus r Quadrat
dr. Und jetzt können wir auch hier gleich schreiben, wir integrieren bei der Kugel von 0 bis r max. Nicht? Dann sehen Sie, dann kommen da kompliziertere Integrale raus, je nachdem, wie das vom Abstand abhängt. Gut, und ja, das Schöne ist, es kommen immer so einfache Ergebnisse raus. Wenn man dieses komplizierte Integral hier ausrechnet, kommt da raus, dass es 2/5 mal der Gesamtmasse der Kugel mal r Quadrat ist. Dann gibt es noch einen Stab. Den Stab kann man in der Mitte einspannen und so rotieren lassen. Dann hat man 1/12 ml Quadrat. L ist jetzt die Gesamtlänge des Stabes, also von da bis da gemessen. Wenn man nur die halbe nimmt, dann kriegt man einen anderen Vorfaktor als diese 12. 1/12, dann ist es wahrscheinlich ein Drittel mal der halben Länge zum Quadrat. Nicht? Dann hätte man durchs Quadrieren ein Viertel mal ein Drittel gibt ein Zwölftel. Und wenn man den hier am Ende einspannt, dann kriegt der ein größeres Trägheitsmoment, weil jetzt hier Beiträge von sehr weit außen liegenden Massen dazu kommen. So weit weg sind die Massen hier nicht, die sind ja maximal die halbe Stablänge von der Achse entfernt. Insofern hängt das stark davon ab, wo das eingespannt ist. Und hier hinten dieses letzte Beispiel, das könnte man auch wieder einfach als mr² schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Stelle, hätte ich jetzt ein r hinschreiben wollen, r ist l halbe, dann hätte ich hier auch einfach mr² schreiben können, weil die Masse alle außen in einem Punkt hier sich versammelt. Und da ist es egal, ob die rechts oder links hier sitzt, ist beides im Abstand von r. Aber wenn ich die gesamte Länge dieser Hantel betrachte als 2r ist gleich l, dann muss ich das wieder korrigieren hier mit dem Viertel. Also die unten, die kann man sozusagen alle drei fast im Kopf ausrechnen.